Weiter geht es mit einer Cowboy-knackigen Folge Wild West Dynasty. Und ich hatte einen Livestream gemacht, Leute. Wir haben uns jetzt einen komplett neuen Ort geschaffen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind hier und haben auch zwei Dudes hier. Aber die stehen irgendwie nur rum. Alter, was hat der für einen Psychoblick? Warte mal. Ich muss das genauer anschauen. Schaut euch mal die Augen von denen an. Alter. Ist der auch so drauf? Ja, der sieht so aus, als ob er irgendwas Schlimmes erlebt hat. Ja, und hier sind jetzt viele Leute mit pinken Haaren, komischerweise. Ich weiß nicht, was die für Hotfixes machen, aber wir haben es wenigstens im Livestream geschafft, Häuser hinzuzimmern. Hier fehlt noch das Dach. Aber wir brauchen jetzt noch, oben haben wir die Main Quest, ja? Da sollten wir ein paar Sachen erledigen, sowas wie Beeren sammeln und sowas. Und wir haben uns ein bisschen geupgradet, jetzt können wir um einiges länger laufen. Ich würde sagen, wir sollten einmal ein Lagerfeuer bauen und Hasen jagen und Beeren sammeln. Ich habe hier schon im Gebiet geschaut. Hier gibt es irgendwie nicht so die Tiere. Deswegen machen wir einmal diesen Style hier. Und zwar habe ich die Mission mit dem Dingens hier gemacht gehabt, ja? Mit der Kiste. Das hat jetzt funktioniert. Aber danach kam keine Hauptmission mehr. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diese Survival-Anleitung. Oder was kann man dazu sagen? Können wir eigentlich Mutter nochmal besuchen? Ach, ich kann die einfach nehmen. Alter, wie herzlos. Wie herzlos er ist. Er lässt seiner Mutter nicht mal einen Strauß Blumen da. Warte mal, wenn der Loot doch immer wieder kommt, dann ist... Okay. Der Loot kommt anscheinend jetzt nicht mehr wieder, doch. Hier komischerweise, ja. Wir nehmen mal Kram mit, ne? Aber das Ding ist, es spielt sich immer noch alles sehr ruckelig, obwohl ich jetzt ein paar Tage wieder nicht gespielt habe. Aber das macht nichts. Wir schauen, dass wir das machen können, was wir machen können. Okay, hier waren auf jeden Fall Hasen. Ah, schaut euch doch das mal an. So, richtig herzlos, ne? Der Bro ist einfach herzlos. Also das Fleisch brauche ich eigentlich nicht. Wir nehmen uns mal das Fell mit, ne? Dann brauche ich unbedingt Beeren. Ein Lagerfeuer bauen ist ja kein Problem. Aber wo sammle ich hier Berries? Eigentlich auch hier an den Büschen, oder? Oder sind das die hier? Okay. Er sammelt Beeren. Ernsthaft jetzt? Ist das wieder das nächste Problem? Okay. Ich habe Beeren gesammelt. Brate Fleisch am Lagerfeuer. Wisst ihr was? Leine brauche ich. Nehmen wir doch das Hasenfleisch mit und dann braten wir uns einfach dieses Hasenfleisch und schauen dann, was die nächsten Missionen sind. Und dann bauen wir auch die Stadt auf jeden Fall weiter. Aber da passiert halt nichts viel in der Stadt, ne? Nichts viel. Nicht viel. Ich weiß nicht, was genau der Sinn dieser Stadt jetzt aktuell ist. Ich denke, da kommen noch... Alter, es spielt sich immer noch so ruckelig. Einiges an Funktionen wird, denke ich mal, noch dazukommen. Dann bauen wir jetzt erstmal das Campfire. Zack. Dann haben wir noch ein bisschen Steine hier. Steine kann man immer gebrauchen. Hier gibt es komischerweise echt viel, aber da, wo ich meine Base habe, oder eher gesagt die Stadt, da gibt es kaum Steine. So, dann setzen wir mal das Feuer hier hin und braten mal was. So, fertig. Und wir haben keine Quest mehr. Das war anscheinend wirklich alles, Leute. Mehr können wir nicht machen. Wir haben keine Quests. Wir haben alles erledigt. Ich würde sagen, wir... Wenn wir schon hier sind, dann können wir einmal schauen, ob unten in der Stadt doch noch vielleicht was ist. Erkunden das Ganze mal unten. Und ihr seht, wir haben echt viel Ausdauer mittlerweile. Das ist schon
Echt gut, okay. Die sind immer noch geplündert und wir haben wieder so eine geile Kampfmusik, ne? Als ob der nächste große Bandit auf uns wartet. Was zum Summon? Interagieren. Also, die Hälfte ist wieder Englisch, die Hälfte ist wieder auf Deutsch. Es läuft. Aber wenn wir jetzt mit Roger sprechen, ich glaube, können wir nichts großartig machen, ne? Was ist eigentlich hiermit? Hier wird mir ein Hammer-Symbol gezeigt. Kann ich denen das nicht bauen? Würde es gern machen. So, alle. Davon kannst du mir auch mal alle geben. Okay, Roger hat keinen Bock mehr auf uns. Ich weiß nicht warum, aber der Typ hasst uns einfach. Mal gucken, was ab in the city los ist. Sonst das nächste Ziel ist uns die Stadt auszubauen. Ein paar mehr Häuser hinzuballern. Aber so, keine Ahnung. Haben halt alle Missionen fertig, ne? Ich denke, ist ja noch alles Early Access, ne? Ich denke schon, dass sie das nach der Zeit alles so ein bisschen bessern werden. Und vielleicht wird die Map dann auch erweitert. Und das ist, was ich meine, Leute. Die laufen einfach Leute jetzt mit pinken Haaren rum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht war es im Wilden Westen so. Und hier wächst Aloe in der Luft. Ich denke, das ist üblich. Das war so im Wilden Westen früher, Leute. Das war einfach so. Das ist authentischer Wilder Westen. Ich weiß, wir können da hinten auch looten, wahrscheinlich Patronen und so, aber ich denke mir jetzt gerade so, warum? Ich habe ja schon viel Kram. Aber wo könnten wir hier überall hinlaufen? Ist hier, dann ist hier eine Steinwand oder geht's da dann doch noch weiter? Wir schauen das mal. Heute machen wir so eine kleine Erkundungstour. Und die restliche Folge werden wir dann bauen. Das ist der Plan, Leute. Schauen erstmal, was hier so abgeht, ja. Geschlossen für Renovierung. Und der hat auch pinke Haare, der Bro. So, und gib mal her. Heile. $50 ist mir egal. Ich bin reich. Ich bin reicher als reich. Hoffe ich. Guck mal, ich bin Ehrenmann. Ich verkaufe dir einfach Hähnchen für einen Penny, Alter. Für einen kleinen Penny. Bretter, Eisen und so. Ach, keine Ahnung. Wir haben auch so viel Leder, ne? Das sammeln wir dann einfach mal in unserer City. Machen dann da das Lager voll. Ist auch wieder so ein Dude, ne? Was können wir eigentlich hier kaufen? Alkohol. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Ich will ein Pferd. Oder kann man noch kein Pferd haben im Spiel? Können wir plündern? Nö. Ich möchte eigentlich gerne ein Pferd. Warte mal, wo geht die Straße hin? Wir erkunden. Heute erkunden wir einfach mal ein bisschen jetzt. Wie gesagt. Ich könnte ich eigentlich in meiner Stadt gebrauchen. Wir begeben uns mal einfach in dieses Gebiet hier. Schauen, ob wir irgendwo rauskommen. Okay, hier geht es auch irgendwie hoch. Dolly Mollo House. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da irgendwas steht. Ich schaue einmal ganz kurz, wer Dolly Mollo ist. Eigentlich wäre ich gern diesen langen Weg da jetzt erstmal lang gelaufen, aber vielleicht scheint das hier interessant zu sein. Auf jeden Fall ein bisschen Wald. Könnte man eigentlich auch eine schöne Stadt hinbauen, ne? Würde ich sagen. Das ist das Haus. Das ist dieses besagte Haus. Dolly Mallow. Warte mal. Okay. Naja, nur dasselbe überall drin. Ich dachte. Nein.
Ach, ich dachte, ich hänge jetzt fest. Ich dachte jetzt wirklich, ich hänge jetzt fest. Okay, einfach mal durch die Tür durchlaufen. Wenn wir jetzt da hochgehen würden. Ich glaube nicht, dass man da irgendwo rauskommt. Wir erkunden den weiten Westen. Aber ich hätte echt gerne ein Pferd. Warum wird mir nicht ein Pferd gegönnt? Mal, was ist da hinten? Hier sind so viele Siedlungen, die auch anscheinend irgendwie so runtergekommen sind, zerstört sind. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Vielleicht geht es ja doch weiter und dann geht die Map weiter. Aber wir haben echt gar keine Mission mehr. Und irgendwie viel mit den Städten kann man auch nicht machen. Okay, ich dachte unsichtbare Wand jetzt oder so, aber nee. Okay, warum sind hier so viele Schilder von dem Dude? Mehrere, die gesucht werden. Wer lebt hier? Irgendjemand lebt hier doch. Aber nur wer? Das ist schon ziemlich seltsam. Oder hier wird noch irgendwas hinkommen. Kann auch sein. Okay, hier ist nur eine Wasserstelle. Hier geht es aber auch noch mal lang. Wo sind wir jetzt gerade? Da unten irgendwo. Ich glaube, das ist aber echt die ganze Map. Ja, hier gibt es nichts. Hier geht es irgendwie rein, aber warum auch immer. Sehr komisch hier alles. Wirklich verdammt komisch. Ich glaube, dann wird das doch nur eine reine Erkundungsfolge, weil das nimmt schon viel Zeit. Wir sind echt, ja, wir sind jetzt mittlerweile schneller unterwegs, weil wir halt diese Skill haben, dass wir jetzt irgendwie so viel Ausdauer haben. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt direkt so extrem viel Ausdauer hat. Aber es gefällt mir. Ah, warte mal, wer ist denn da? Wenn wir mit denen reden, oder stehen die auch nur rum? Warte mal. Warum haben die ein rotes Fadenkreuz? Eigentlich würde ich sowas nicht machen, aber für die Wissenschaft. Nee, die Wissenschaft hat mich enttäuscht, Leute. Wurde von der Wissenschaft enttäuscht. Naja. Dann schauen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Ja, das ist halt alles so. Ja, es fühlt sich so leblos an, ne? NPCs, die einfach rumstehen, die gar nichts machen. Kann ich mal mit denen reden. Mit ein paar kannst du zwar handeln. Alles noch recht laggy, würde ich sagen. Was ist denn hier für eine Ressourcen-Area? Okay, hier könnte man dann anscheinend Eisen und so sammeln. Und hier ist auch wieder so ein Ort, in dem keiner lebt, oder? Aber hier sind eingemachte Gläser und sowas. Oh, ne Ho. Gute Al. Ach doch, hier. Hier sind ein paar Leute. Alles klar. Da kann man nichts machen. Und der Typ, der wurde hingestellt und den haben die nicht richtig bearbeitet oder keine Ahnung was. Nehmen wir das einfach mal mit. Keine Ahnung, Leute. Einfach mal mitnehmen. Das ist wieder einer mit pinken Haaren. Wie gesagt, sehr verbreitet in dem Westen. Sehr verbreitet im Wilden Westen. Pinke Haare, war immer so gewesen. Steht auch in den Geschichtsbüchern. Müsst ihr mal nachlesen. Da hinten ist noch so ein schmaler Durchgang. Wir schauen mal, ob wir da durchkommen.
Ja, lad mal schneller nach, Kollege. Das Witzige ist, dass der Bogen halt einfach viel mehr Schaden macht. So. Aha. Also die Map hört hier wahrscheinlich auf. Ich denke, die werden die Map noch erweitern. Mein Arena sagt mir das. Weil hier können wir auch nicht weiter durchlaufen. Und dann geht es da irgendwo hin wahrscheinlich. Als Erkundungstour hier lohnt sich definitiv nicht. Man kann hier leider, ja, keine Ahnung, nichts machen, ne? Nichts Besonderes. Also Gaming-Content würde ich sagen, ist schon komplett fertig. Ich glaube, hier laufen wir jetzt nur blöd rum. Machen wir jetzt mal auf den Weg in unsere City wenigstens. In unsere eigene. Und dann schauen wir, ob wir da noch irgendwas bauen können. Und es wird schon dunkel. Warte mal, habe ich die Laterne noch? Ich habe die eh noch nie benutzt. Die habe ich noch nie benutzt. Hat was. Da hinten ist ein Lagerfeuer, oder? Ach, das ist doch dieser Typ, der mich gerettet hat, ne? Ja, ja, der gute alte Broski. Er hat uns vor diesen komischen Typen gerettet. Wir müssen da eh lang. Dann besuchen wir den mal kurz. Vielleicht hat der noch irgendwas zu sagen. Aber ansonsten können wir, glaube ich, echt nicht viel machen. Können wir einfach nur die Stadt ausbauen. Ich weiß nicht, ob man auch irgendwie Handel treiben kann oder sowas. So, wir laufen erstmal zu dem guten Mann. Der hier immer noch chillt. Warum? Keine Ahnung. Ich würde aber echt gerne mal ein Pferd haben. Okay, mit denen können wir nichts besprechen. Pferd können wir auch nicht mitnehmen. Okay, hinterm Felsen ist unsere Siedlung. Was ist das hier? Wieder so ein verlassener Ort. Mhm. Aber auch allgemein, hier sind nicht so Gegner und so, ne? Aber warte mal. Indianerzelte? Das sehe ich allerdings zum ersten Mal. Indianerzelte, die noch stehen. Wäre cool, wenn da NPCs sind, gegen die wir wenigstens kämpfen können. Aber hier ist auch nur so ein verlassenes Lager. Wird dann wahrscheinlich alles in Zukunft noch kommen mit größeren Patches und so. Okay, aufheben können wir jetzt auch nichts. Das sind auf jeden Fall Indianer. Die guten alten Indianer. Und ich bin Indiana Jones. Das heißt, in der Nähe von uns hätten wir direkt eine Bedrohung eigentlich, ne? Ich glaube, die sind uns nicht freundlich gegenüber. Also kann ich mir nicht vorstellen. Denn Wilder Westen, Cowboys und Indianer, ne? Also Cowboys sind ja eher eigentlich die Leute, die das Land klauen. Die angreifen und so weiter. Und die Indianer verteidigen sich einfach nur, ne? Verteidigen einfach nur. Dann ist auch so ein See. Ah, da hinten ist ja unsere Siedlung. Da sieht man schon die schönen Häuser. Da sieht es auch echt schön aus. Was gut ist, dass wir jetzt echt relativ lange sprinten können. Dann nehmen wir mal ein bisschen Holz noch mit. Und die Eisenaxt, komischerweise hält die echt nicht lang. So, ich dachte jetzt echt, wenn wir die Mission irgendwie abschließen, dass wir dann noch mehr so herstellen können oder so. Oder irgendwie eine neue Mission kommt, neue Rezepte. Aber wir sind anscheinend schon mit dem Spiel sozusagen durch. So. Auf jeden Fall, wer mehr so Survival-Kram und so sehen möchte, ne? Und Basebauen und so. Ich spiele auch aktuell The Forest. Schaut euch das unbedingt an. Auf jeden Fall mega gutes Spiel. Also Sons of the Forest. Der aktuelle Teil. Also gefällt mir echt gut. Alter.
uns einfach angreifen. Habt ihr das gesehen? Wenigstens mal ein bisschen Action hier. Da hat das Spiel uns mal ein bisschen Action gegönnt. Auch wenn es nicht viel war. Aber ein bisschen. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht überladen gleich. Aber noch scheint es zu gehen. E72, dann würde ich sagen, lassen wir das. Dann verbauen wir das bisschen, was wir haben in unserer City. Aber es sieht schon nett aus. Sieht doch schon echt nett aus. Oder was meint ihr? So, den haben wir einmal. Jungs. Bandits attack your city. Wo? Wo denn? Ich sehe hier keinen. Ich bin in der Stadt. Ich würde meine Stadt verteidigen. Guck mal, niemand, ne? Und jetzt ist einfach nur das Inventar leer. Oder? Nein. Wo sind die denn? Wo sollen die denn sein, diese Banditen, hä? Das stimmt nämlich auch nicht. Das stimmt nicht, Leute. So. Können wir denn jetzt noch ein Bett herstellen? Machen wir das mal. Machen wir noch ein kuscheliges Bett hier rein. Zack. Das stellen wir dann einfach mal wieder in so eine Ecke. Na gut, haben wir ja keine Wahl, ne? Dann ab in die Ecke damit. So. Also Banditen sehe ich trotzdem nicht. Können wir das jetzt mittlerweile... Jetzt können wir es bauen. Aber interagieren geht trotzdem nicht. Ich bin leicht verwirrt. Okay, wir bräuchten auch wieder Holzstämme und so. Ich würde sagen, das war aber eher eine Erkundungsfolge. In der nächsten bauen wir ruhig von mir aus noch ein bisschen weiter. Ich lage jetzt noch einmal schnell den Kram hier rein. Auch wenn das vielleicht alles geklaut wird. Sachen, mit denen ich eh nicht wirklich was anfangen kann. Können ja ruhig gelagert werden. Wolfsfell, was kann ich mit Wolfsfell machen? Aktuell keine Ahnung. Wird es halt so lange gelagert. Hasenfell zum Beispiel brauchen wir für Betten und sowas, ne? Der andere Kram. Aber warte, ich habe ein bisschen mehr. Das kann ich essen. Eisen, so, erst behalte ich lieber. Blumen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Campfire. Zelt und so, kann alles hier rein. Was haben wir denn noch? Seile behalten wir auch mal. Und Stone Knife kann ruhig rein. Was haben wir noch Schönes? Ja, man muss immer wieder runterscrollen. Okay, das war's. 35 Kilo schwer. So sieht auch übrigens der andere Raum aus. Wir haben hier noch einen coolen Stuhl, den man sich komischerweise nicht drauf setzen kann. Die Leute machen nichts. Er hat ein Trauma. Und er ist einfach nur ein Psycho. Dann gehen wir mal pennen kurz. Und schau mal, ob sich jetzt irgendwas verändert hat. Banditen, haben die uns echt beraubt? Anscheinend nicht, okay. Das heißt, wir können trotzdem die Sachen lagern. Ja, aber sonst gibt es hier noch nicht so viel zu machen. Leute, ich würde sagen, das war's auch. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.